Das Messegelände in Fulda ist sehr gut besucht, denn die 19. Redmobil startete heute. Über 30.000 Fachbesucher werden auch dieses Jahr wieder erwartet. Über 500 Aussteller freuen sich darauf, ihre Erzeugnisse zu präsentieren. Wir haben uns mal umgehört, was denn die Erwartungen sind. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter im Katastrophenschutz, Sanitätsdienst, Wasserrettung und dementsprechend ist man natürlich immer mal interessiert, was hier auf solchen Messen Neues vorgestellt wird, was dann Neues an Technik vorgestellt wird und ja, einfach als Weiterbildung auch. Ja, wir sind von der Feuerwehr Poppenhausen. Wir planen für die kommenden Jahre Neuanschaffungen, ein Fahrzeug und auch bestimmte Ausstattungen neu anzuschauen. Und hier ist halt die ideale Voraussetzung, um mit den Herstellern direkt in Kontakt zu treten, sich die unterschiedlichen Produkte anzuschauen und eben ein Bild darüber zu verschaffen. Um viele neue, verschiedene Techniken auch mitzuerleben oder zu sehen. Ich habe heute bei der Öffnungsveranstaltung darüber berichtet, dass wir nach 18 Veranstaltungen über 400.000 Besucher hier begrüßen konnten und über 6.000 Aussteller in dieser Zeit. Bis dahin werden wir wahrscheinlich dann knapp an die 500.000 kommen. Und das ist schon eine Erfolgsgeschichte und die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Ich hoffe, dass wir hier alle wieder gute Freunde, alte Kameraden treffen. Aber vielleicht auch, dass wir neue Erkenntnisse irgendwo sammeln können, dass wir neue Techniken vielleicht auch entdecken. Und das alles zusammen ergibt eigentlich das Wunderbare von der Redmobil. Ich habe vor einem Jahr hier bei der Redmobil initiiert, dass sich die Präsidenten aller Hilfsorganisationen, also der BOS-Organisationen, einmal im Jahr treffen, um vielleicht auch gemeinsame Standpunkte rauszuarbeiten zu können, damit man über gemeinsame Probleme redet und gemeinsam die Probleme angeht. Wenn man eigentlich nach 3 Tagen Redmobil nach Hause fährt, dann hat man eine ganze Menge Eindrücke und neue Erlebnisse gewonnen und es ist einfach schön und macht Spaß und man freut sich dann direkt auch aufs nächste Jahr.